Komm in einen aufrechten Schneidersitz und schließ deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug über die Nase ein und über den Mund atme aus. Nochmal tief, tief ein und aus. Ein letztes Mal tief über die Nase einatmen und über den Mund loslassen. Dann beweg dein linkes Ohr zur linken Schulter und kreis deinen Kopf über vorne rüber nach rechts. Dann wechsel die Seite wieder über vorne zur anderen Seite kreisen. Spür die Dehnung in der gegenüberliegenden Halsseite. Ein paar Mal in deinem Atemtempo sanfte Kreise mit deinem Kopf zeichnen. Ganz achtsame, langsame Bewegungen. Komm langsam zurück zur Mitte. Mit der nächsten Einatmung öffne den Brustkorb, roll die Schultern zurück. Mit der Ausatmung streck die Arme, mach dich ganz rund und schau Richtung Bauchnabel. Die Einatmung trägt dich wieder nach oben, öffne den Brustkorb weit. Ausatmen, ganz rund werden. Noch einmal in deinem Atemtempo einatmen, Blick heben, Brustkorb öffnen und ausatmen. Rund werden, Arme strecken. Spür die Dehnung hier bis zwischen deine Schulterblätter. Komm langsam in den Vierfüßlerstand in der Mitte deiner Matte. Deine Hände schulterbreit geöffnet, die Knie hüftbreit, Finger weit gespreizt. Einatmen, heb deinen rechten Arm und dein linkes Bein nach hinten. Finde hier Stabilität aus der Körpermitte. Mit der Ausatmung führ Knie und Ellbogen in Zeitlupe unter deinem Körper zueinander. Die Einatmung streckt beides wieder. Mit der Ausatmung Knie und Ellbogen unter deinem Körper zueinander. Noch einmal so einatmen, Länge. Lass dir Zeit und lass die ganze Ausatmung Zeit, Knie und Ellbogen zueinander zu führen. Noch einmal in die Länge ziehen. Mit der Ausatmung beug dein linkes Bein und greif mit der rechten Hand nach deinem linken Fußgelenk. Zieh dich hier in die Rückbeuge. Schieb den Fuß in deine Hand, um dich hier schön aufzufächern. Dann komm zurück in den neutralen Vierfüßlerstand. Beweg dein Becken, den Kopf und die Schultern kurz von Seite zu Seite. Komm auf die andere Seite mit der Einatmung, streck deinen linken Arm weit nach vorne und dein rechtes Bein zurück. Finde hier Stabilität aus der Körpermitte und mit der Ausatmung langsam führ dein Knie und dein Ellenbogen unter dem Körper zueinander. Sehr gut. Einatmen wieder Länge, Arm und Bein parallel zum Boden. Ausatmen, Knie und Ellbogen treffen sich unter deiner Körpermitte. Ein letztes Mal, einatmen, Länge. Und ausatmen, klein werden. Einatmen, Länge. Ausatmen, beug dein rechtes Bein und greif diesmal mit der linken Hand nach deinem Fußgelenk. Zieh dich in die Rückbeuge. Schieb den Fuß in deine Hand, um dich hier weiter aufzuöffnen. Und dann löse Hand und Fuß, bring beides wieder zurück zum Boden, beweg dich kurz nach. Dann schieb den Po auf die Fersen, komm auf die Fingerkuppen und mit der Ausatmung leg den Kopf am Boden ab. Mit der Einatmung Länge in der Wirbelsäule. Ausatmen, komm tief.
sanftes Pulsieren durch deine Atmung. Noch einmal so mit der Einatmung Länge. Ausatmen, leg dich ab. Und dann bleib hier, bring die Stirn zum Boden, bereite deine Hände vor, schieb jeden Finger fest in deine Matte, stell die Zehen hinter dir auf und streck langsam die Beine für deinen ersten herabschauenden Hund. Du kannst die Knie gerne noch gebeugt lassen, konzentrier dich erstmal auf die Länge in deiner Wirbelsäule. Sehr gut. Deine Füße sind hüftbreit geöffnet, deine Arme schulterbreit und jeder Finger schiebt fest in den Boden. Du kannst hier mal den Nacken ausschütteln, ja, 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 nein, nein, nein. Langsam anfangen, deine Beine auf der Stelle laufen zu lassen. Ein Knie zu beugen, die gegenüberliegende Ferse in den Boden zu schieben. Spür deine Beinrückseite. Einatmung, Komfort in die schiefe Ebene, Schultern über die Handgelenke. In einer Bewegung schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, wieder vor in dein Brett und wie eine Welle zurück mit der Ausatmung, herabschauender Hund. Ein letztes Mal. Einatmen, wähl dich nach vorne, Wirbel für Wirbel und mit der Ausatmung zurück und hoch, herabschauender Hund. Einatmen, heb dein rechtes Bein gestreckt nach hinten oben. Ausatmen, beug dein Knie, öffne die Hüfte weit. Einatmen, beginn große Kreise mit deinem rechten Knie zu zeichnen, deine Hüfte vorzubereiten. Erst in die eine Richtung und dann wechsel die Seite. Große Kreise aus der Hüfte mit deinem rechten Knie zur anderen Seite. Einatmen, streck dein Bein. Der Ausatmung. Führ dein Knie Richtung Nasenspitze, Bauch ist aktiv. Einatmen, Bein strecken, Hüfte weit öffnen, Knie beugen. Mit der Ausatmung dein rechtes Knie zum rechten Ellenbogen, Schultern über die Handgelenke. Einatmen, Bein strecken, Hüfte weit öffnen, Knie beugen. Und mit der Ausatmung diesmal diagonal unter dem Körper rüber zum linken Ellenbogen. Sehr gut. Einatmen, nochmal dein Bein weit nach oben strecken, die Hüfte öffnen. Und von hier stell den Fuß zurück in den herabschauenden Hund. Beweg dich kurz nach, gerne nochmal die Beine durchbeugen, den Kopf, die Schultern mitbewegen. Kommen wir zur anderen Seite. Einatmen. Heb dein linkes Bein weit nach hinten oben. Ausatmen, Knie beugen, Hüfte weit öffnen. Dann beginn auch hier große Kreise aus der Hüfte mit deinem linken Knie zu zeichnen. Erst auf die eine Seite. Dann wechsle die Richtung, zeichne große Kreise mit deinem linken Knie. Auf die andere Seite. Einatmen, streck dein Bein nach hinten oben. Der Ausatmung, führ dein Knie Richtung Nasenspitze. Einatmen, Knie weit öffnen, Hüfte öffnen. Ausatmen, Knie zum linken Ellenbogen. Einatmen, langsam wieder, Hüfte weit öffnen, Knie beugen. Ausatmen, unter dem Körper diagonal nach rechts. Einatmen, Hüfte weit öffnen, Bein strecken. Ausatmen, Bein zum Boden, herabschauender Hund. Nochmal kurz nachbewegen. All die Bewegungen machen, die sich jetzt intuitiv gut anfühlen in deinem Körper. Einatmen, rechtes Bein nach oben. Ausatmen, stell den Fuß zwischen deine Hände. Bring dein linkes Knie zum Boden, leg den Fußspann ab.
Mit der Ausatmung streck dein vorderes Bein. Einatmen, Knie beugen, Blick heben, Wirbelsäule lang. Ausatmen, streck dein vorderes Bein, spür deine Beinrückseite. Einatmen, nochmal beugen, Wirbelsäule lang. Und mit der Ausatmung, rechtes Bein strecken, gerne die Zehen vom Boden heben. Und dann bleib hier für 3 Atemzüge, beug dich über dein rechtes Bein. Spür das Pulsieren deines Oberkörpers durch deine Atmung, die Länge mit der Einatmung und vertiefte Dehnung mit der Ausatmung. Einatmen, beug dein rechtes Bein wieder. Stell die hinteren Zehen auf, heb dein Knie weg vom Boden und steig in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken lang. Halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, beug dich über beide Beine. Einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, nimm die Arme mit, schau zu den Daumen. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Einatmen, Arme heben, Blick heben. Ausatmen, tauch nach unten, Hände neben die Füße. Einatmen, rechts weit zurück in den Ausfallschritt und mit der Ausatmung links dazu, komm in den Hund. Einatmen, Wirbel für Wirbel, roll dich nach vorne in dein Brett, aus, Knie, Brust und Kinn zum Boden, Ellbogen bleiben eng am Körper. Ein, stängel dich durch in die kleine Kobra, der Nacken bleibt lang. Ausatmen, zurück und hoch in den herabschauenden Hund. Hier gerne mal über den geöffneten Mund ausatmen. Einatmen, linkes Bein heben. Ausatmen, stell den Fuß zwischen deine Hände. Leg dein rechtes Knie am Boden ab. Länge in der Wirbelsäule. Mit der Ausatmung streck dein linkes Bein. Einatmen, Knie beugen, Blick heben, ausatmen, Bein strecken, spür die Dehnung in der linken Beinrückseite. Noch einmal so, einatmen, Länge, ausatmen, Bein beugen, gerne die Zehenspitzen vom Boden abheben, für 3 Atemzüge hier bleiben. Du kannst dein Knie jederzeit gerne angebeugt lassen, wenn die Dehnung zu intensiv wird. Spür das sanfte Pulsieren deines Oberkörpers durch deine Atmung. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung beug dein linkes Bein wieder an. Stell die hinteren Zehen auf und steig in deine Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Rücken lang. Ausatmen, beug dich tief. Einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, nimm die Arme über die Seite mit. Mit der Ausatmung Hände vor dein Herz. Einatmen, Arme heben, Blick heben. Ausatmen, tauch nach unten, Hände neben die Füße. Einatmen, steig links weit zurück in den Ausfallschritt und mit der Ausatmung rechts dazu, herabschauender Hund. Einatmen, roll dich Wirbel für Wirbel nach vorne ins Brett und ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, kleine Kobra, Nacken bleibt lang. Ausatmen, schieb den Po auf die Fersen und drück dich zurück in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Hier gerne mal über den geöffneten Mund ausatmen, alle Anspannungen abgeben. Einatmen, heb dein rechtes Bein nach hinten oben. Mit der Ausatmung stell den Fuß mit Kontrolle zwischen deine Hände. Einatmen, Länge. Ausatmen, streck dein vorderes Bein. Einatmen, Knie beugen, Blick heben. Ausatmen, vorderes Bein strecken. Spür deine rechte Beinrückseite jetzt noch deutlicher.
Ein letztes Mal Knie beugen. Und mit der Ausatmung vorderes Bein langsam strecken, wieder für 3 Atemzüge hier bleiben. Beug dich tief über dein rechtes Bein nach unten. Spür wieder dieses sanfte Pulsieren in deinem Oberkörper durch deine Atmung. Die Länge mit der Einatmung und die vertiefte Dehnung mit der Ausatmung. Einatmen, beug dein rechtes Knie wieder an. Ausatmen, steig mit dem linken Fuß neben den rechten, beug dich tief über beide Beine. Einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, nimm die Arme mit, schau zu den Daumen. Ausatmen, Hände vor dein Herz, sehr schön. Einatmen, Arme heben. Lass dir Zeit, ausatmen, tauch nach unten, Hände neben die Füße. Einatmen, steig rechts weit zurück in den Ausfallschritt und mit der Ausatmung links dazu, komm in den Hund. Einatmen, Wirbel für Wirbel, roll dich nach vorne, aus Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, kleine Kobra. Und mit der Ausatmung schieb den Po zurück auf die Fersen, komm in den herabschauenden Hund. Tief atmen, gerne nochmal über den geöffneten Mund ausatmen. Einatmen, heb dein linkes Bein. Ausatmen, stell den Fuß lautlos zwischen deine Hände. Einatmen, Länge in der Wirbelsäule. Mit der Ausatmung, du kennst den Weg, streck dein linkes Bein. Noch 2-mal so einatmen, Knie beugen, Wirbelsäule lang. Und mit der Ausatmung, Bein strecken. Ein letztes Mal atme ein und atme aus. Und dann bleib für 3 tiefe Atemzüge hier, beug dich über dein linkes Bein nach unten. Spür wieder das sanfte Pulsieren in deinem Oberkörper durch deine Atmung. Die Länge mit der Einatmung und die vertiefte Dehnung mit der Ausatmung. Mit der nächsten Einatmung beug dein linkes Bein wieder an. Und mit der Ausatmung steig rechts neben links, beug dich tief über beide Beine. Einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, nimm die Arme über die Seite. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, tauch nach unten, setz die Hände neben die Füße. Einatmen, steig links weit zurück in den Ausfallschritt und mit der Ausatmung rechts dazu, komm in den Hund. Einatmen, Wirbel für Wirbel, wähl dich nach vorne. Ausatmen, setz Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, kleine Kobra, schlängel dich durch. Und mit der Ausatmung setz den Po auf die Fersen, komm zurück in deinen herabschauenden Hund. Nochmal hier bleiben, über die Nase einatmen und über den geöffneten Mund lösend ausatmen, Anspannung abgeben. Sehr schön. Einatmen, heb dein rechtes Bein nach hinten oben. Mit der Ausatmung setz den Fuß zwischen deine Hände. Einatmen, Wirbelsäule lang und mit der Ausatmung steig links dazu, beug dich tief. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, beug dich tief über beide Beine. Einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, nimm dein rechtes Knie mit. Mit der Ausatmung bring deinen rechten Knöchel aufs linke Knie, setz den Po tief zurück, Finger vor. Einatmen, streck die Arme, heb dein rechtes Knie nochmal an und mit der Ausatmung bring den rechten Fuß zum Boden, beug dich tief über deine Beine. Einatmen, rechts weit zurücksteigen in den Ausfallschritt und mit der Ausatmung links dazu, komm in den herabschauenden Hund.
Einatmen, Wirbel für Wirbel, wähl dich nach vorne. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden, Ellbogen bleiben eng am Körper. Einatmen, kleine Kobra, roll die Schultern zurück. Ausatmen, Po auf die Fersen setzen und zurückkommen in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Tief atmen. Einatmen, linkes Bein heben. Ausatmen, setz den Fuß zwischen deine Hände. Einatmen, Rücken lang und mit der Ausatmung steig rechts neben links, beug dich tief. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, beug dich über beide Beine nach unten. Einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, nimm diesmal dein linkes Bein mit. Der Ausatmung, linker Knöchel aufs rechte Knie, setz den Po tief zurück für Figure 4. Einatmen, Arme heben, Knie heben. Ausatmen, linken Fuß zum Boden, beug dich tief über beide Beine. Einatmen, links weit zurück in den Ausfallschritt und mit der Ausatmung rechts dazu, komm in den herabschauenden Hund. Einatmen, lass dir Zeit, komm Wirbel für Wirbel nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, kleine Kobra, Nacken bleibt lang. Ausatmen, zurück und hoch in den herabschauenden Hund. Tief atmen. Gerne nochmal über den geöffneten Mund ausatmen. Alle Anspannungen loslassen. Sehr schön. Einatmen, heb dein rechtes Bein nochmal an. Öffne die Hüfte weit mit der Ausatmung. Dann bring dein Knie nach vorne zur Nasenspitze. Mit der Einatmung öffne deine Hüfte nochmal weit. Und diesmal kipp auf die linke Fußaußenkante, setz den rechten Fuß hinter dir zum Boden. Bring dein Gesäß Richtung Boden. Mit der Einatmung öffne dich in Wild Thing. Bring den rechten Arm über den Kopf. Einatmen, zurück in den dreibeinigen Hund. Mit der Ausatmung bring dein Knie nochmal Richtung Nasenspitze und setz den Fuß ab. Einatmen, Länge. Ausatmen, streck dein vorderes Bein. Spür die Dehnung in der Beinrückseite und leg dich mit dem Oberkörper hier über dein Bein. Einatmen, Knie beugen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, links neben rechts, Vorwärtsbeuge. Einatmen, komm den ganzen Weg nach oben zum Stehen, nimm die Arme mit. Ausatmen, Hände vor dein Herz, sehr schön. Einatmen, Arme heben, Blick heben. Ausatmen, tauch nach unten, Hände neben die Füße. Einatmen, rechts weit zurück in den Ausfallschritt und mit der Ausatmung steig links dazu, komm in den herabschauenden Hund. Einatmen, komm nach vorne in die schiefe Ebene und mit der Ausatmung senk Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, kleine Kobra. Mit der Ausatmung setz den Po auf die Fersen, komm in den herabschauenden Hund zurück. Einatmen, heb dein linkes Bein nach hinten oben. Ausatmen, öffne die Hüfte weit, beug dein Knie. Einatmen, Knie Richtung Nasenspitze. Ausatmen, Hüfte nochmal weit öffnen. Diesmal kipp auf die rechte Fußaußenkante, setz den linken Fuß hinter dir zum Boden, setz den Po ab. Bereite dich vor mit der Einatmung, öffne dich in Wild Thing, genieß die Bewegung. Ausatmen, linke Hand zurück zum Boden, dreibeiniger Hund, streck dein linkes Bein. Ausatmen, Knie zur Nasenspitze, setz den Fuß zwischen deine Hände. Einatmen hier, ausatmen, streck dein linkes Bein, spür deine Beinrückseite. Sehr schön, und dann leg dich über dein linkes Bein nach unten ab.
Einatmen, Knie beugen, Blick heben. Ausatmen, steig rechts neben links, beug dich über beide Beine nach unten. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Rücken lang. Ausatmen, beug dich tief. Einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, nimm die Arme über die Seite mit. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Einatmen, nur die Arme heben, den Blick heben. Mit der Ausatmung tauch nach unten, Hände neben die Füße. Einatmen, links weit zurück in den Ausfallschritt und mit der Ausatmung rechts dazu, komm in den Hund. Einatmen, Wirbel für Wirbel, roll dich nach vorne in dein Brett. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, kleine Kobra, Nacken bleibt lang. Ausatmen, zurück und hoch in den herabschauenden Hund. Tief atmen, nochmal über die Nase einatmen und lösend hörbar über den geöffneten Mund aus. Einatmen, heb dein rechtes Bein, steig zwischen deine Hände nach vorne, leg die hintere Ferse ab. Öffne dich mit der Einatmung in Krieger 2, beug dein vorderes Bein tief. Einatmen, streck dein vorderes Bein, heb die Arme. Ausatmen, vorderes Bein tief beugen, Krieger 2. Noch zweimal so, einatmen, Arme heben, Bein strecken. Ausatmen, Krieger 2. Ein letztes Mal, atme ein und aus, ganz fließende Bewegung. Sehr schön. Einatmen, streck dein vorderes Bein und mit der Ausatmung segel mit der rechten Hand weit nach vorne und nach unten ins Dreieck, heb den linken Arm. Schau in deine linke Handfläche. Versuch kaum Gewicht auf dem Schienbein zu haben, dich aus der Körpermitte zu halten und in beide Richtungen zu öffnen. Der nächsten Einatmung heb den Oberkörper wieder an. Ausatmen, beug dein vorderes Bein tief. Einatmen, hier, komm in den Heiland, heb die hintere Ferse, heb die Arme und mit der Ausatmung Hände zum Boden, diesmal auf die Innenseite von deinem rechten Fuß. Bring dein linkes Knie zum Boden, leg den Fußspann ab und lauf den rechten Fuß auf die rechte Mattenaußenseite. Du kannst entweder hier bleiben oder dein Knie zur Seite öffnen, um hier tiefer in die Haltung zu gehen. Wenn du noch Spielraum hast, kannst du deine Arme nach vorne laufen und vielleicht, nur vielleicht, deine Unterarme zum Boden bringen. Wenn es zu viel ist, komm gerne wieder zurück, streck die Arme, was sich für dich jetzt gut anfühlt. Und egal wie tief du jetzt gegangen bist, erlaubst deinem Kopf für einen Moment schwer nach unten zu baumeln. Nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug über die Nase ein. Lösend über den Mund atme aus. Dann löst die Haltung langsam auf, lauf die Hände zurück unter die Schultern. Schieb dein rechtes Knie von dir weg. Schau über deine rechte Schulter nach hinten, um die Hüfte hier noch mehr zu öffnen. Löst die Haltung auf, bring die Hand zurück zum Boden, stell die hintere Zehenspitzen auf und steig zurück in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung wähl dich nach vorne in dein Brett, mit der Ausatmung senk Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, kleine Kobra, der Nacken bleibt lang. Mit der Ausatmung zurück und hoch in den herabschauenden Hund. Spür deinen Atem. Spür die Hitze, die jetzt entstanden ist. Einatmen, linkes Bein nach oben. Ausatmen, setz den Fuß zwischen deine Hände, dreh die hintere Ferse ein und öffne dich in den Krieger 2. Mit der Einatmung streck dein linkes Bein, heb die Arme. Ausatmen, streck die Arme, beug dein Bein tief. Noch zweimal einatmen, Arme heben, Bein strecken. Fließende Bewegung, ausatmen, Krieger 2.
Einatmen und ausatmen. Sehr schön. Einatmen, streck dein linkes Bein. Ausatmen, säge links weit nach vorne und nach unten für dein Dreieck. Heb den rechten Arm lang nach oben. Versuch auch hier kein Gewicht auf deinem vorderen Bein zu haben, sondern dich aus der Körpermitte zu halten. Einatmen, komm zurück. Ausatmen, beug dein vorderes Bein tief. Einatmen, heb die hintere Ferse, heb die Arme für den Heiland. Ausatmen, beide Hände an die Innenseite vom linken Fuß. Lauf den linken Fuß zur matten Außenkante, leg dein rechtes Knie und den Fußspann ab. Wenn du tiefer gehen möchtest, gerne dein linkes Knie zur Seite öffnen und so tief gehen, wie es dir jetzt gut tut. Wenn du noch Spielraum hast, gerne die Hände nach vorne laufen, hier bleiben oder, wenn es dir gut tut, auf die Unterarme kommen, um dich hier tief in der Hüfte zu spüren. Es ist jederzeit die Möglichkeit, die Haltung anzupassen. Und egal, wie tief du auf dieser Seite in die Haltung gekommen bist, erlaubst du deinem Kopf ganz schwer zu werden, nach unten baumeln zu lassen. Nimm auch hier einen tiefen Atemzug über die Nase ein. Über den geöffneten Mund atme hörbar aus. Löst die Haltung langsam auf, indem du die Hände zurück unter die Schultern läufst, die hinteren Zehen aufstellst und dich zurückschiebst in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung lass dir Zeit, komm Wirbel für Wirbel nach vorne in die schiefe Ebene. Mit der Ausatmung senk Knie, Brust und Kinn am Boden ab. Einatmen, stängel dich durch in die kleine Kobra. Und mit der Ausatmung zurück und hoch in den herabschauenden Hund. Tief atmen, spür deine Beinrückseite, spür die Wärme in deinem Körper. Gerne die Lippen ausblasen. Der nächsten Einatmung beug die Knie, schau zwischen deine Hände und lauf oder spring an den Anfang deiner Matte. Der Einatmung greift die gegenüberliegenden Ellenbogen und komm in eine ganz weiche Vorwärtsbeuge. Die Knie kannst du gerne anbeugen. Lass den Kopf schwer nach unten baumeln. Löst die Hände und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben zum Stehen. Ganz zum Schluss roll die Schultern zurück, heb den Kopf, schließ deine Augen. Jetzt spür nochmal die Hitze, die jetzt in deinem Körper präsent ist. Nimm deinen Atem wahr, spür deinen Herzschlag. Öffne deine Augen langsam wieder. Dann mach mit deinem linken Fuß einen großen Schritt nach links in die Grätsche. Bring den Oberkörper parallel zum Boden, die Hände unter die Schultern auf die Matte. Beug dich tief nach unten für drei Atemzüge. Pulsiere in diesem Rhythmus mit der Einatmung. Schaff Länge in der Wirbelsäule. Richte den Oberkörper auf, heb den Blick mit der Ausatmung. Beug dich tief nach unten. Ein letztes Mal einatmen. Mit der Ausatmung beug dein linkes Knie, komm ins Skandasana. Mit der Ausatmung komm zurück zur Mitte. Einatmen, beug dein rechtes Knie. Ausatmen, zurück zur Mitte. Nochmal rüber zur anderen Seite. Und über die Mitte wechsel die Richtung. Skandasana auf der rechten Seite. Noch einmal auf jeder Seite. Diesmal bleib hier. Nimm die Hände vor dein Herz, wenn es dir möglich ist. Heb gerne deine rechten Zehenspitzen vom Boden weg und dann bring deine linke Hand zum Boden, öffne den rechten Arm nach oben. Der Ausatmung, Hände wieder vor dein Herz. Bring
Bring beide Hände zum Boden und komm gleich rüber auf die andere Seite, Skandasana auf der rechten Seite. Hände vor dein Herz. Öffne den rechten Arm zum Boden, den linken Richtung Decke nach oben. Mit der Ausatmung bring die Hände zurück vor dein Herz. Bring die Hände zum Boden, komm zurück in die Grätsche und beug dich nochmal tief Richtung Boden nach unten. Dann roll dich Wirbel für Wirbel nach oben zum Stehen. Nimm die Hände neben den Körper. Finde deinen Weg an den Anfang der Matte, in Tadasana, stehende Berghaltung. Schließ deine Augen für einen Moment. Und dann öffne deine Füße hier mattenbreit, dreh die Zehen nach außen, nimm die Hände vor deinem Herzen zueinander und in Zeitlupe setz dich nach unten in Malasana, die Squat-Position. Wenn sich deine Fersen vom Boden heben, kannst du gerne Blöcke oder eine Decke unter deine Fersen legen. Lass deine Wirbelsäule lang, schieb die Ellenbogen an die Innenseite von deinen Knien, schieb dein Brustbein zu den Daumen nach vorne, dein Nacken bleibt lang. Gerne kannst du deine Augen hier schließen. Und mit oder ohne Hilfe deiner Hände komm langsam zum Sitzen. Rutsch ein Stückchen zurück auf deiner Matte. Lass die Füße aufgestellt. Greif in deine Kniekehlen mit der Einatmung. Öffne den Brustkorb mit der Ausatmung. Lass den Rücken ganz rund werden. Streck deine Arme. Zweimal so mit der Einatmung, Brustkorb öffnen, Blick heben, mit der Ausatmung ganz rund werden, schau Richtung Bauchnabel. Einatmen. Und ausatmen. Und dann löst die Hände, roll dich Wirbel für Wirbel auf deine Matte zurück. Nimm die Füße enger ans Gesäß, die Arme lang neben den Körper. Mit der Einatmung heb dein Becken und die Arme nach oben, der Ausatmung beides wieder absenken. Einatmen, lass dir Zeit, Wirbel für Wirbel, heb dein Becken, die Arme gleichzeitig über den Kopf nach hinten. Ausatmen, wieder tief. Einatmung, Becken und Arme heben. Und dann stell von hier deinen rechten Fuß aufs linke Knie und setz dein Becken wieder ab. Heb den linken Fuß vom Boden weg und greif, was du greifen kannst. Entweder die Oberschenkelrückseite oder dein linkes Schienbein für das Nadelöhr. Dann löst die Haltung auf, stell den linken Fuß zurück zum Boden, den rechten daneben. Noch eine Runde Schulterbrücke mit der Einatmung, Arme, Becken heben, mit der Ausatmung beides wieder absenken. Einatmen, lass dir Zeit, du hast die ganze Einatmung Zeit, dein Becken zu heben, die Arme zu heben. Mit der Ausatmung senkt beides wieder ab. Ein letztes Mal mit der Einatmung Becken heben, Arme heben, bleib hier und stell deinen linken Fuß aufs rechte Knie, senk dein Becken wieder Richtung Boden ab, bereite dich vor für dein Nadelöhr auf der anderen Seite, heb deinen rechten Fuß vom Boden weg, greif entweder die rechte Oberschenkelrückseite oder dein rechtes Schienbein. Spür den unteren Rücken fest im Boden. Genieß diese Dehnung. Entspann deine Gesichtszüge. Dann löst die Haltung auch hier auf. Stell beide Füße wieder nebeneinander auf.
Öffne die Füße mattenbreit, die Arme in Kaktusform und lass deine Knie wie Scheibenwischer von Seite zu Seite fallen. Gerne kannst du den Kopf immer in die gegenüberliegende Richtung deiner Beine mitbewegen. Eine Ausgleichsbewegung, die sich jetzt gut anfühlen darf in deinem Körper. Zieh deine Knie Richtung Brustkorb und beginn Kreise mit deinen Knien zu zeichnen. Das in die eine Richtung, dann wechsel die Richtung. Große Kreise zur anderen Seite. Umarm deine Schienbeine nochmal, schaukel über den unteren Rücken von Seite zu Seite. Streck von hier beide Beine lang am Boden aus. Bereite dich vor für Shavasana, die Endentspannung. Gerne die Zehen sanft nach außen fallen lassen. Die Handflächen nach oben drehen. Und deinem Körper erlauben, jetzt weich zu werden. Komplett loszulassen. Shavasana.
zurück. Beginn deinen Körper zu bewegen. Vielleicht möchtest du dich nochmal in die Länge ziehen, um dich hier zurückzuholen. Und ohne große Bewegung kusche dich nochmal auf deine rechte Körperseite. Mach dich ganz klein. Spür die Ruhe, die jetzt in dir entstanden ist. Und ohne große Bewegung komm langsam nach oben zum Sitzen, in einen aufrechten Schneidersitz. Lass die Augen noch geschlossen und spür dich in deinem Körper. Nimm die Hände vor deinem Herzen zueinander und wenn du möchtest, neig die Stirn Richtung Fingerspitzen. Bedank dich für all die wundervollen Dinge in deinem Leben heute. So viel, wofür wir dankbar sein können. Versuch, diese Dankbarkeit in deinem Herzen zu spüren. Wann immer du soweit bist, komm langsam zurück ins Hier und Jetzt.